Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der BG Farm mit dem Hago, Leo, Richie, Walter und dem Boxfresh. Einer. Guten Tag. Einer. Bin zu weit? Nee, bin nicht zu weit gefahren. Bringt irgendjemand die Sojaböhnchen weg oder soll ich die wegbringen? Wir haben eine große Nachfrage. Nein. Doch. Oh. Mach doch. Okay. Haben wir noch Holz? Nee. Glaube nicht, oder Hago? Nein, oder? Nee, hier ist kein Holz mehr. Ja, sehr gut. Ich habe noch meinen Trecker irgendwo in der Walachei gefunden mit dem Holz. Ja, ich auch. Ich fahr gerade zurück. Mit der Baumstumpffräser, mit der Poltergabel und so ein Zeug. Was macht ihr denn Schönes, liebe Leutchen? Ansehen weiter. Anna? Ja? Geht dir gar nichts an. Okay. Also Walter macht nichts. Ja, nichts Neues. Versuche hier noch einen Acker draus zu machen hier hinten. Ja, du bist am Pflügen, das weiß ich. Entschuldigung. Wird noch ein bisschen dauern bei dir, ne? Ja, gleich fertig. Was? Achso, Walter versucht Drescher zu fahren, okay. Nee, ich habe das Gefühl, der Drescher hat keinen Platz mehr. Ja, aber du da bist. Ah. Was macht denn der Leo? Ich hole Mineraldünger. Haben wir irgendwo einen Platz für die Forstgeräte? Nee, ne? Brauchen wir doch nicht mehr, ne? Oder? Ich kann die weg. Soll das nicht eigentlich eine einmalige Aktion werden? Weiß es nicht. Also hätte ich auch noch was. Boah, ich stelle ihn mal da vorne hin, weiß ich nicht, was daraus wird. Entschuldigung, ich musste mal. Hallo. Haben wir irgendwo einen Saubermacher? Ja, ne? Ja. Nice. So was nennt man Kärcher. Ernsthaft jetzt ein Fahrt? Was denn? Da stört doch niemanden. Weil ich meine, du willst vielleicht... die Fahrzeuge sauber machen. Nee, aber meinst du zumindest. Möchtest du mich auch waschen, Werner? Nein, ich möchte dich nicht waschen, Walter. Komm, Werner. Es gibt viele Sachen, die ich möchte, aber ich möchte dich nicht waschen. Komm, Werner. Das wäre auch eine Wochenaufgabe. Eine Lebensaufgabe. Das wird eine extra lange Folge. No. Wie weit ist die Buchse beim Sam? Dauert noch ein bisschen. Willst du denn? Dünn. Also Boxer direkt wieder den... Was willst du denn schon wieder? Ja. Ah. Ja, du verkaufst oder was? Ich verkaufe. Gibt's hier im Spiel keine Smileys-Boxe? Ich wüsste ganz genau, welche dann kommt. Ich auch. Aber nur einer. Denk daran. Ja. Noch irgendwo Dings drin? Wow, der Hof ist so groß, ne? Und ihr zwei, ne? Oh. Ist noch irgendwo was drin hier an Ich glaube, wir brauchen. Weil es äußerst unwahrscheinlich, dass wir genau 21.000 Liter geerntet haben. Ich glaube, es sind 21.000 Liter im... Achso, das weiß ich nicht. Was sagt der ja, Drescher? Ja, aber das ist eine sehr komische Zahl. Was sagt denn der Drescher? Das kannst du fragen. Oh, leer. Wir bräuchten etwas Dünger. Leo ist doch gerade bei. Leo, dann Leo, du hast einen Krone mit, ne? Den grünen. Oder den Aqualiner oder was? Nö, ich hab den für... Wo ist denn der? Paletten-Dings. Warte mal, Werner. Steht ein Anhänger noch, oder Boxe, wo bist du unterwegs? Der Anhänger ist bei Feld 21. Ist der Sojabohnen? Hm? Findest du da Sojabohnen? Keine Ahnung, ob da Sojabohnen drin sind. Auf jeden Fall auf dem Feld steht nichts mehr. Ah, da wird wahrscheinlich auch noch was drin sein, ja? Ja, eben, weil es, wie gesagt, äußerst unwahrscheinlich ist, genau 21. Ich hol die mal ab. Jo. Ja, ich guck mal, wo wir das hinbringen müssen, das weiß ich gar nicht. Das Aktualisieren ist immer noch recht nice, ne? Absolut beschissen. Getreidespeicher tatsächlich, oder? Nee, ja. Quatsch. Transportfirma.
Wo steht der Boxer? Andere Seite, also anderes Feld, da, geradeaus, ja, durch. Ja, dann fahren wir dabei, dann sitzen davon. Ja, ich suche gerade. Ah, hier. Ja, läuft, okay. Wo ist das? Ich warte im Hof. Hier geht aber irgendwas anderes von der Sojabohnen, glaube ich, oder? Ah, was da drin ist. Sojabohnen. Wollen wir mal mein Frontgewicht wieder hinstellen? Wow. Wow. Arbeitet ihr eigentlich viel mit dem Marker? Nee, ne? Der Marker wen? Ja, du kannst ja Sachen auf der Map markieren. Ab und zu. Ja. Dann erscheint so ein großer blauer Strahl. Ne, noch nie gearbeitet. Der Admin möchte mal bitte über 20 das Gewicht zurücksetzen oder 21. Holst du mir irgendwann ab. Werner, wo musst du hin? Am Hof. Treffen uns am Hof. Ah! Geh nochmal. Wir müssen dann ganz nach ganz, ganz links auf der Map. Da, wo es blinkt. Das Fassgewicht? Das ist richtig. Ja, das Fassgewicht. Litchi later. Ja. Was dauert denn da so lange? Wir schon da. Willst du dich mal einen Fastrack kaufen? Achso, du hast ja schon einen. Deswegen kannst du schon mal losfahren. Ah ja, gut. So, das Feld wäre fertig geflügt, muss noch irgendwo geflügt werden. Das ist eine gute Frage. Nope. Oder? Ist irgendein Feld dran? Muss mal gucken. Okay. Do that, man. Okay, okay. Wolltest du nicht Gas geben? Nee. Wie, nee? So, das Feld kann gedüngt werden. Wir können es doch gemütlich machen, Richie. Richie ist immer gemütlich. Ich höre hinter mir, wie sich der JCB einen runterblubbert. Blubbelblubbert. Runterblubbert was? Vor Anstrengung? Nein. Vor Langeweile wahrscheinlich. Ja. Was hat eigentlich... Was hat eigentlich unser Konto? Null. 40.000. Achso. 1.000. Ja, Richie. Ich mach schön mit Licht über hier. Oh. Wird grad Ge was? Ge... Abredet, ja. Gesät? ach komm, jetzt so, oh nein. Gedroschen, so. Bist du nicht am Sein? Okay. Wollt ihr nicht noch 10 und 14 ernten? So nebenbei. Ja, gebacken? Eben. Gleich, ich bring das gerade weg und dann kann ich ernten. Jetzt gehen wir hier und dann können wir ernten. Der hat hier wie ein Opa, Junge. Ja, da hat so gerade geblinkt. Ja. Kennst du nicht, ne? Ne. Alter! Was los, Werner? Nix. Ist nicht immer von Vorteil, Ärzte zu sein. Okay. Bild nicht. Warum sehe ich eigentlich nicht die Namen gerade? Das weiß ich nicht, Boxfresh. Walter, okay. Das ist kein Name, ne. So, Leo, hat das was gebracht? Ja, 30.000 ungefähr. Läuft. Müssen wir heute nochmal nach Hause fahren, Richie? Ohne Witz. In ETS-Manier, Werner, guck. Jo. Schneiden, meinst du? Jo. Ja. Oh, da ist ein Hase. Ja. Was denn? Du hast den Pernöppel umgefahren, ich hab's ganz genau gesehen. Gar nicht. Willst du nicht? Den Pernöppel? Also, umgefahren. Was ist los, Richie? Wir müssen mit Werner reden, der trödelt zu viel hier. Nein. Pernöppel? Den Fett muss man erst einfahren, bevor man ausfahren kann. Ah. Der ist neu. Ja. Oder noch nie was mitgemacht, oder was? Werner arbeitet nicht. Nee. Deswegen ist der Trecker auch so sauber. Ja.
Wir könnten wieder mal Gras mähen. Oder nicht. Gut. Walter ist ein miese Peter. Absolut. Walter ist einfach, du stehst wahrscheinlich in der Früh schon auf und denkst dir, boah, nee, schon wieder aufstehen. So ein richtiger, weiß ich nicht. Nett, oder kalt. Ja? Heute Morgen aufstehen wir gar nicht. Warum nicht? Nur so. Ja, aber ist es nicht langweilig? Es ist theoretisch, ist das echt langweilig, wenn du den ganzen Tag schlafen kannst, oder? Ja, Walter, deine Antwort kenne ich, das ist mir ganz klar, aber. Von den anderen? Den ganzen Tag schlafen ist doch mega lahm. Der ganze Tag, ja, eben. Ganz, ja. Schlafen ist scheiße, aber früh aufstehen ist auch scheiße. Ja, aber früh aufstehen heißt früher Feierabend, meistens. Ja, ja. Das ist geil. Wenn der Wein war zu Hause. Was sagen eigentlich unsere Kühe? Wie geht's denen? Und wann bist du aufgestanden? Ah, es gibt Leute, die müssen mehr oder weniger arbeiten, ne? Hast du überhaupt schon Abend gegessen? Nein. Auch nicht? Nein, wann denn? Hast du Hunger? Nee, geht. Ey, wo ist das Gewicht denn? Jetzt beim Shop? Nee. So. Den Fliegel-Timber-Dings kann man verkaufen, ne? Glaube ja. Die Baumsturmfräse, ich wollte Presse sagen, ja auch. Wo muss jetzt noch gedroschen werden? Kannst selber nachgucken, ne? 14. 10 und 14. Hatten wir nicht schon alles abgeerntet? Anscheinend nicht. Ah, Box wieder. Ich bin neu angesehen, glaube ich. Was? Ich bin die ganze Zeit am Sehen. Walter war der Drescherfahrer. Letztes Jahr. Hast du gesehen? Was hast du denn gesehen? Gar nichts. Ja, dass Walter im Drescher saß. Aha. Okay, wann war das? Vor einer Woche. Ja. Das kann ja jeder sagen, Boxe, ne? Gibt's da einen Videobeweis? Ja. Scheiße. Wir brauchen aber jetzt einen Drescherfahrer und nicht vor einer Woche. Dann Walter, schmeiß dich mal rein. Der beste Mann ist doch schon unterwegs. Ich bin gerade beim Händlergewicht davon. Nee, ich bring gerade was weg. Ah, okay. Sein. Irgendwann meine ich Scheiße. Das ist ja keine Geschichte. Der beste Mann ist jedenfalls nicht am See, ne? Hat ihn lächerlich. Das stimmt. Was ist mit euch? Ich bin ein bisschen. Das ist ein Brain auf Karl, ja. Ich hab Hunger. Warte, bist du müde? Nein. Gab's da nicht schon einen Moment, wo du gesagt hast, du bist ausgeschlafen? Ja. Nein. Warte, wir nehmen voll spät auf hier. Bist du? Ah. Geh doch streiken, Telefon. Was? Wollen wir jetzt eine zweite Seemaschine kaufen? Weil unten das ganze Glas müsste jetzt noch eingesät werden. Wir haben 122.000 zur Zeit. Meinetwegen, ja. Nein, Walter, du bekommst nicht deinen neuen Motor. Oh, ich wollte einen neuen Motor. Der ist nicht lieferbar, Walter. Will ich. Nein. Oh. Nicht mit dem Eigengewicht. Oh, ich glaube, das ist der Motor billiger. Achso, kauft ihr was? Soll ich mir irgendwas mitbringen? Ich kauf sie eben, ja. Oder wollen wir irgendwas anderes machen? Körnermais oder sowas? Ja, haben wir noch Geld für. Achso. Wir haben 122.000 Zeit. Ja, wollen wir uns noch so eine andere Drille kaufen für Mais, Sonnenblumen und sowas? Wenn wir theoretisch machen, dann mache ich das Feldfeld, dann kann Harko theoretisch diese Drille nehmen. Oder ich kann auch dahin mit hinfahren mit der Drille und Gras sehen. Abwechslung. Aber wir, glaube ich, bräuchten dann auch ein Schneidwerk für Körnermais und sowas, oder? Ja. Können wir theoretisch auch das kleine Capello nehmen oder wollt ihr da was Größeres anschaffen? Keine Ahnung. Irgendjemand, glaube ich, müsste dann auch mal zu den Tieren gucken. Aber da reicht das Geld nicht für, ne? Für die ganzen Mais-Sachen. Du warst ja nur eine Seemaschine. Du musst ja nicht unbedingt die Größe nehmen. Ja, grobe Seemaschine. Ja, du kannst es ja auch ohne grobe machen. Ein Flug oder was? Nee. Wir haben doch jetzt Hago hier, ne? Unten ist ja schon geflügt. Dann macht Hago am besten mal die nächste Futtermischung für die Tiere, weil, ich glaube, Walter hat es richtig gemacht. Doch, okay. Habe ich immer gesehen in den Filmen, also in dem... Hat er es richtig gemacht? Walter hat das so schön gemacht.
Ah, okay. Endlich mal einer, der Ahnung hat hier, ey. War nur nicht richtig gemischt, aber schön hat er es gemacht. Ja. Natürlich war das richtig gemischt, aber. Das war nach seinem Ermessen gemischt. Nee, das war richtig. Ja, sag was, welche Seemaschine, was und wie? Okay, wir. Moment. Wie heißt die verdammte Maschine? Die Optima V. Die ist günstig, oder? Mhm. 30.000 kostet die. Ja. Und dann, wenn wir sparen wollen, ja, weiß ich nicht, ob wir sparen wollen, das Capello-Schneidwerk oder du nimmst was Breiteres, das ist mir dann egal. Ja, aber die Frage ist, brauchen wir kein Mais? Eigentlich brauchen wir das ja nicht. Auf lange Sicht schon. Für die Schweine auf alle Fälle. Wir haben ja noch keine. Doch, wir haben, ja, okay. Das sind aber Wurzeln. Vielleicht, ich weiß auch nicht, ob es Sinn machen würde, Miststreuer oder Dünger oder Güllegedüns zu holen. Weil die haben ja eigentlich schon. Mist haben wir schon einiges, was ich hier sehe. Der Pöttinger Häcksler für die Traktoren würde 38.000 kosten. Ja. Aber wie haben wir denn? Achso, wir haben sonst. Ja, mir ist egal, ich fahre mit dem. Ich habe da kein Problem mit. Das heißt, Seemaschine und Häcksler und da kostet ungefähr 70 oder was? Mhm. Ja, das wird doch gehen. Dann haben wir immer noch. Wie viel haben wir noch? 50. Ja, das reicht doch dann, oder? Lass doch mal Step by Step machen. Ja. Leg. Wollen wir uns jetzt einen Grupper dazu kaufen noch oder nicht? Eigentlich könnte man es pflügen, aber wir müssen dann halt jetzt warten. Warten Sie mal einen Scheiß, ja. Haben wir uns vielleicht damals einen Grupper gekauft, weil wir klug waren? Ich glaube ja. Wir hatten auf alle Fälle mal einen. Lass mich kurz gucken, bevor ich die Felder. Wir haben noch einen Horst da. Ja, wenn ihr da unten auf dem Feld, das ich gepflügt habe, einmal Mais anseht. Ja, müssen wir uns das grubbern, ne? Oder? Der ist ja gepflügt, kannst auch so reinsehen. Geht das oder macht man das nur so? Geht. Aber man macht das im Real nicht so. Doch, ist verschieden, wie der Landwirt das so will. Es gibt solche, ja. Okay, ja, da können wir das ja machen. Ja, aber wo ist denn die BGA? Warte mal. Ja. Oh ja, die ist da hinten rechts. Ja, links. Also, ist schon ein bisschen was fahren. Ist ja egal, ja. Wir haben ja genug Trecker, wir haben. Hänger haben wir auch einigermaßen und wir sind genug Leute. Spricht eigentlich nichts gegen, oder? Und ich hab einen Fast Track. Ja, und hat einen Fast Track. Ja, dann machen wir das. Gut. Ja, dann beenden wir die Folge für heute. Wenn es euch gefallen hat, den Daumen nach oben da lassen, würde uns sehr freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.